Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Blue Bricks. Heute zusammen mit dem Klaus und mit mir der Melissa. Genau, und die Melissa, die habe ich mir nämlich dazu geholt. Ihr könnt es euch schon denken, das sieht ja hier aus wie im Blumenladen. Es geht um Blumen heute. Ja, und das ist natürlich das, was für die Mädels, ne? Auf jeden Fall. Du hast zwar auch schon mal einen rosa Panzer gebaut als dein Debüt, aber Blumen, das ist so das Mädelsthema, ne? Auf jeden Fall, ich finde, das ist eine super schöne Sache und ich freue mich, dass wir das im Sortiment jetzt haben. Gibt es auch immer mehr. Und du hattest eben schon gefragt, wir müssen hier erstmal ein klein bisschen Ordnung reinbringen. Ja. Wir haben also hier drei wunderschöne Blumenvasen, die sind von Limay. Sieht ungefähr aus wie hier. Ich schieb das mal an die Seite, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So sieht das aus. Ja. Die übrigens auch sehr schön bedruckt mit vielen Teilen mit Prints drauf. Und dann gibt es die auch mit Blumen. Ja, hier habe ich eine, die ist mit Blumen. Da sind dann drei Blumen mit dabei. Ja, das also von Limay. Alle drei Vasen, die wir euch hier zeigen, sind von Limay. Und dann haben wir von Sembo, und da sind dann diese Blumen hier zum Beispiel, die sind von Sembo. Mhm. Die kommen in solchen Schächtelchen wie hier. Gibt es richtig viele. Seht ihr hier hinten drauf, wenn der Bartusch das reinbekommt. Das sind 6, 12, 24 verschiedene Blumen. So gebaut, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich die nicht selber. Ich auch nicht. Meine Frau hat sie gebaut. Nein, da sieht man ja, das ist das Mädelsthema. Ne? Genau. Also so Architektur und solche Geschichten, das machen ja schon die Jungs dann lieber. Aber so, wenn es um Tiere, und da finde ich das auch so schön, dieses Thema Blumen. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gleich gesagt, Mensch, das ist toll, da haben wir nämlich endlich mal auch noch was für die Mädels. Und bevor du uns jetzt die einzelnen Blumen gleich mal zeigst, erzähle ich euch noch mal ein klein bisschen was zu den Vasen, was mir meine Frau nämlich mitgegeben hatte. Zum einen, das kann ich mir vorstellen, das ist teilweise im Aufbau nicht ganz so einfach, weil du musst ja hier von außen Druck ausüben, kommst aber irgendwann, ich schon mal dreimal nicht, die Mädels vielleicht auch noch ein bisschen länger. Du kommst aber nicht da rein, um gegenzudrücken. Ja. Ja. Hat meine Frau sich dann einen Kochlöffel geholt und den Kochlöffel reingehalten und dann kann man ein bisschen besser gegendrücken. Kreativ. Ja, also das ist wohl offensichtlich hilfreich. Ich finde es toll, mit wie vielen Details das hier auch außenrum der Wahnsinn bei jeder Vase umgesetzt ist. Ne? Also wirklich schön gemacht, auch hier. Hier übrigens wurde mir noch mitgegeben mit diesen verschiedenen Grüntönen. Das ist teilweise in der Anleitung nicht ganz so gut zu erkennen. Ne? Anleitung, ja, also im Prinzip nichts Besonderes, wie bei 100 anderen Sets auch. Aber in der Anleitung ist es ja schon teilweise mal schwierig, die verschiedenen Steinefarben im Druck der Anleitung zu erkennen. Ja. Insbesondere, wenn man dann vielleicht abends nicht so super viel Licht hat oder so. Ich merke das immer mal bei den Panzermodellen. Ja, grün, habe ich auch schon gemerkt. Kennst du, ne? Richtig. Ja, da der einfache Tipp, einfach auch mal auf die Verpackung schauen. Dann sieht man richtig schnell und gut, was man wie und wohin bauen muss. So, und bevor wir das hier jetzt alles zusammenstecken, weil das möchte ich natürlich gleich auch mal hier so richtig so einen schönen Blumenstrauß sehen. Oh ja. Du hast hier so Kärtchen und zeig doch mal die einzelnen Blumen bitte, Melissa. Genau, also wir fangen hier von meiner Seite mal an. Hier haben wir einmal drei Blumen zusammen, auch hier mit dem wunderschönen Bändchen wieder. Da haben wir einmal die, da seht ihr auch einmal das Kärtchen dazu, die Triphyllium, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Rapinsel. Ich bin ja fies, ne? Darum habe ich das der Melissa überlassen, weil ich kann das nicht aussprechen. Also ich hatte keinen Latein in der Schule, weil die Blumen haben ja Lateinnamen. Und dann haben wir hier auch weiter die Chrysanthemen. Chrysanthemen kenne ich auch. Genau, die kennen wir. Die gibt es ja auch immer wunderschön noch in Blumenläden oder in den Baumärkten heutzutage. Und das ist also auch, das, da ist immer eine von in, na, wie gesagt, einen so einem Karton. Und die gibt es dann in drei verschiedenen Farben, die wir hier zusammengebunden haben. Und das Kärtchen, was dabei ist, auch hier bei den Chrysanthemen, seht ihr es nochmal.
da sind auf der Karte, dann ist auch immer das gleiche Bild, wo die Blumen eben in 3 verschiedenen Farben drin sind. Genau. Und dann haben wir halt hier vorne noch, da haben wir die Michelia Fuscata, damit ihr das auch einmal seht. Auch eine sehr klassische Blume, auch sehr schön dargestellt wieder. Schön. Genau. Die versuche ich jetzt schon mal hier in die Vase zu stecken, ja. Aber mach ruhig weiter, lass dich von mir nicht stören. Dann haben wir hier einmal noch die Camellia. Auch sehr schön, ich finde, die hat die Josie ja schon im letzten Video präsentiert und hat auch vom Bau erzählt. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Blume in den verschiedenen Farben, sehr detailreich wieder. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir diesen Blumenstrauß jetzt zusammenstecken. Guck mal. Und das mal an die Jungs da draußen. Es hat natürlich aus einem noch ganz anderen Grund eine super tolle Dimension, wenn ihr eurer Freundin, eurer Frau oder wem auch immer Noppensteinblumen schenkt, ja, die halten ja unglaublich lange. Da muss man nicht jedes Jahr einen neuen Blumenstrauß kaufen. Genau. Und die Frauen müssen es nur entstauben. Bewässern fällt auch weg. Bewässern fällt auch weg. Ja. Ne? Guck mal. Das sieht doch, so muss doch ein Blumenstrauß aussehen. Nicht irgendwie sowas Mickriges da mit 3-4 Teilen oder so, sondern richtig schön, voluminös und voll. Also genau so muss das doch. Guck mal, da genau. Hast du noch welche. Kriegen Ach, wir stimmt. Die dann noch rein? Die kriegen wir bestimmt noch rein. So ein Bändchen hier übrigens, mit dem das jetzt zusammengebunden ist, ist bei jeder Blume eins dran. Das haben wir nur zusammen gemacht, damit wir die einzelnen Blumen... Guck mal, wie nennen die Leute, die Blumen zusammenstecken? Gibt es auch einen Fachbegriff für, ne? Die Blumenstraußbinder. Blumenstraußbinder. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich jetzt gerade aus meinem Kopf raus. Es gibt Floristen, aber ich glaube, genau, es gibt sogar noch mal einen Fachbegriff. Ja. Ich sehe schon, das werden wir unten in den Kommentaren wieder lesen, wie das denn nun tatsächlich heißt. Ich glaube, da gibt es für die ordentlich Blumengestecke stecken können, gibt es sogar, guck mal, das ist doch wirklich schön. Ja, es ist großartig, wirklich. Auch mit dem hier, mit dem Einzelnen nochmal. So, und jetzt ist natürlich noch wichtig, was kostet das eigentlich? Wir kommen also zur Setcard. Hier einmal diese schöne Vase mit 1147 Teilen, 3 Blümchen sind drin, kostet 42,95. Wir gucken auch mal ganz grob, wie hoch das ist. Da liegen wir hier, so wie wir es jetzt gesteckt haben, bei etwa 45 Zentimeter. Ne? Das können auch mal ein paar Zentimeter mehr oder weniger sein. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel man unten abschneidet. Ne? Ja, stimmt. So, und eins möchte ich euch nur zeigen hier. Die blaue Vase nämlich. Die blaue Vase, die kommt ohne Blumen, hat 861 Teile, hat keine Blumen, kostet 34,95. Der Unterschied ist also gar nicht so groß. Das liegt aber daran, dass die ganzen Teile hier, die weißen und blauen an der Seite, die sind alle bedruckt. Mhm. Und das wissen wir ja, ne? Bedruckung ist nicht umsonst, das kostet schon immer mal ein bisschen was. So, und jetzt machen wir hier noch ein schönes Abschiedsbild. Guck mal, du kriegst jetzt hier auch eine Blume von mir. Dankeschön. Und eine habe ich. Mhm. Und ja, Blumen kann man nie genug haben. Also Frauen können nie genug Blumen haben. Das stimmt, ne? Mehr Blumen für uns. Noppensteine können wir alle nie genug haben. Darum gibt es demnächst mehr. Euch wünschen wir viel Spaß beim Bauen aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.